Moin, hier ist Insa Bus vom Naturhof Bus und heute möchte ich Ihnen etwas darüber erzählen, wie man Tomaten im Sommer pflegt. Als erstes zeige ich Ihnen, wie ich meine Tomaten in meinem Gewächshaus anbinde. Ich wende zwei verschiedene Methoden an, um meine Pflanzen anzubinden. Einmal habe ich hier Bambusstöcke. Man kann auch Tomatenstäbe nehmen aus Metall, die sind so ein bisschen gedreht sozusagen. Ich nehme dann ein Band, winde das um den Trieb und binde das dann fest. Das muss man dann öfter mal wiederholen, wenn die Pflanze weiter wächst. Wenn die jetzt am Ende der Fahnenstange angekommen ist, befestige ich hier ein Seil, das befestige ich dann oben und dann leite ich die Tomatenpflanze dort weiter. Die zweite Methode ist, dass ich die Pflanzen direkt mit einem Seil leite. Das mache ich dann, wenn ich die Pflanzen gepflanzt habe, befestige ich das erstmal unten am Stamm und dann winde ich einfach den Haupttrieb immer um dieses Seil herum. Das habe ich oben am Dach befestigt. Das gibt den Pflanzen einen guten Halt. Zweitens möchte ich Ihnen zeigen, wie man durch Gießen und Düngen den Geschmack der Tomaten verbessern kann. Einmal ist es wichtig, dass man die unteren Blätter der Pflanze entfernt, wenn die Pflanze genügend Blätter entwickelt hat, damit beim Gießen die Blätter nicht benetzt werden und dadurch keine Pilzerkrankungen entstehen. Dann ist es wichtig, nicht zu häufig zu gießen, also nicht jeden Tag. Man möchte eigentlich, dass die Pflanzen sich tief in den Boden verwurzeln, wo auch immer mehr Feuchtigkeit vorhanden ist. Das heißt, man gießt nur alle paar Tage und dann aber kräftig. Die Tomatenpflanzen brauchen, wenn die Früchte angesetzt sind, gar nicht mehr so viel Wasser. Je mehr man gießt, also wenn die Pflanze zu viel Wasser bekommt, dann werden auch die Früchte wässrig. Also sollte man das tunlichst vermeiden. Die Düngung entscheidet auch maßgeblich über den Geschmack der Tomatenpflanzen. Tomaten brauchen einen kaliumorientierten Dünger und keinen stickstofforientierten Dünger, da durch den Stickstoff das Blattwachstum angeregt wird und die Blattmasse immer größer wird, aber die Früchte nicht so ansetzen. Durch den kaliorientierten Dünger wird das Aroma der Früchte einfach besser. So, das waren einige Tipps zur Tomatenpflege und zum Tomatenanbau im Hochsommer. Ich hoffe, Sie konnten damit etwas anfangen und vielleicht das eine oder andere auch in Ihrem eigenen Gewächshaus umsetzen.